Das sind unsere besten Streaming-Snacks. In der neuen Folge von unserem Podcast Stream Up sprechen wir über die neue Disney-Plus-Serie The Bear und darin geht's um ein Restaurant. Und da dachten wir, es ist höchste Zeit, dass auch wir mal erzählen, was wir so beim Streamen snacken. Also bei mir sind es sehr klassisch einfach Nachos. Im Idealfall, wenn ich ins Kino gehe, immer Popcorn, aber zu Hause am liebsten Nachos und im Idealfall mit einer frischen Guacamole. Oha, mit Guacamole. Bei mir sind es auch Nachos, egal ob Kino oder zu Hause, aber ich mache mir meine Salsa immer selber, indem ich erstmal eine Tomate kurz koche, bis sie weich ist, dann in den Mixer, gemeinsam mit ein bisschen Knobi, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann hat man die perfekte Salsa und ist sogar noch gesund. Und dann backe ich mir das noch mit Käse und noch Creme Fraiche obendrauf. Damit es dann nicht mehr so gesund ist. Genau. Damit der Snack auch schon ungesund bleibt und sonst natürlich auch einfach das gute alte Eis. Kann man immer essen. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie wir die Serie The Bear fanden, dann hört doch mal in die neue Folge von Stream Up rein. Link gibt's in der Bio.